Die Lampe kommt bitte zu mir. Die Lampe kommt zu mir. Kommt mal alle hier rüber. So, alle da? Ja. Gut, mein Schneemann ist auch da. Ich habe euch eine Geschichte rausgesucht über einen Schneemann. Der Schneemann ist die Sonne. Ha! Du kriegst mich nicht, sagte der Schneemann, der von Tag zu Tag etwas mitgenommener aussah. Er blickte zur Sonne und wischte sich die Schweißtropfen von der Stirn. Gleich wird sie hinter dem Berg verschwinden und die Kälte der Nacht wird meinen tropfenden Körper wieder in ein prachtvolles Eiskostüm verwandeln. Mag sein, sagte die Sonne, aber morgen werde ich wieder da sein. Mit den letzten Strahlen verschwand sie hinter dem Berg. Der Schneemann seufzte. Lange würde er sich den Sonnenstrahlen nicht mehr widersetzen können, aber was tun? Könnte ich nur bei der Tanne im Schatten stehen, überlegte er laut. Dort würde mich die Sonne nicht erwischen. Keine schlechte Idee, kicherte es da. Erstaunt blickte sich der Schneemann um und sah einen Hasen, der sehnsüchtig auf seine Mohrrübennase schielte. Ja. Stimmt, sagte er. Keine schlechte Idee, aber wie soll ich den Weg zur Tanne finden? Ich habe keine Füße zum Laufen und Purzelbäume schlagen bin ich doch wohl etwas zu dick. Da kicherte der Hase wieder. Hier helfen wir, versprach er. Gemeinsam mit meinen Hasenfreunden schieben wir dich heute Nacht zur Tanne hinüber. Einverstanden? Einverstanden. Der Schneemann freute sich. Da wäre nur ein Problem, meinte der Hase. Was für ein Problem? Fragte da der Schneemann bestürzt. Deine Nase, sagte der Hase. Wir sind hungrig und ich kann nicht versprechen, ob sich meine Freunde zurückhalten können, wenn sie deine leckere Möhrennase sehen. Da lächelte der Schneemann, aber klar, ich schenke euch meine Nase als Lohn für eure Mühen. Mein Schneekleid zu erhalten ist mir wichtiger und vielleicht kommt ja morgen ein Kind und schenkt mir eine neue Nase. Da rief der Hase seine Kollegen herbei und es dauerte nicht lange und der Schneemann stand mit seinem neuen Platz neben der Tanne. Und jetzt würde ich Ihnen vorschlagen, weil wir hier keinen Hasen haben, schiebt ihr Kinder den Schneemann vorsichtig rüber an die Tanne. Danke, rief er den Hasen oder den Kindern zu, die gerade die lange Schneemannnase benutzt aufmachen. Und er freute sich schon mächtig auf den nächsten Tag und auf das enttäuschte Gesicht der Sonne. Schneemann braun und Schneemann flach, Winter ist so schön. Hat geschneit die ganze Nacht, wir wollen ohne gehen. Hallihallo, hallihallo, wir wollen ohne gehen. Hallihallo, hallihallo, wir wollen ohne gehen. Hier erwischt ihn das, die Sonne auf keinen Fall. Das war die Geschichte vom Schneemann und der Sonne. Wir sind bald vorbei.